Herzlich willkommen, mein Name ist Pat Hock und der Patient des heutigen Tages ist der Teeling 13 Jahre Calvados Casks. Heute bin ich in Irland, genauer gesagt in der Hauptstadt Irlands, in Dublin, bei der Brennerei Teeling. 2015 gegründet. Ja, Moment, macht das Sinn? Ein 13-jähriger Whisky, die Brennerei 2015 gegründet, wie geht das? Ist relativ einfach erklärt. Das, was hier in der Teeling-Flasche drin ist, stammt nicht aus den Brennblasen von Teeling. Denn die produzieren tatsächlich erst seit 2015 ihren Spirit. Was sie aktuell unter eigenem Namen verkaufen, sind Whiskys anderer Brennereien. Ja, in dem Falle aus der Brennerei Cooley. Reifte 12 Jahre lang in Ex-Bourbon-Fässern und wurde dann für ein weiteres Jahr nachgereift in Ex-Calvados-Fässern. Calvados vielleicht schon mal gehört, ist ein französischer Apfelweinbrand. Ja, kann man sich vorstellen, nach was der Whisky schmeckt. Na, Apfel, ne? Da ist es einfach. Ich bin mal gespannt, wie krass der Apfel kommt. Calvados habe ich schon öfter mal getrunken. Ja, geht ganz gut. Kann man mal probieren, ja. Also ich bin dem Whisky verschrieben. Ab und zu geht mal ein Gin. Und da gibt es dann halt so ein Spar-Bier-Bordosen. Ein paar Spirituosen, die kann man mal probieren. Aber die halten jetzt nicht Einzug in mein Schnapsregal. So eins habe ich eh nicht. Ja, 46 Volumenprozente hat der Kerl, das ist schon mal eine Modsbox hier, ne? Und dann steht hier drin, ja, das ist noch wuchtiger hier drin. Und hier ist dann sowas wie ein Zertifikat, ist recht schön gemacht. Hier steht dann drauf, non-chill-filtert, also nicht kühl gefiltert, aber hier steht nichts davon, von wegen Natural Color. Und würden sie den Whisky nicht färben, würden sie es draufschreiben, weil es ein zusätzliches Verkaufsargument ist. Hier steht nichts, also gehe ich davon aus, dass der Whisky gefärbt ist. Die Flasche ist genauso eindrucksvoll. Sieht sehr schön aus. Das ist das Teil. Ist auch noch so ein Neckholder dabei. Ja, ich glaube, die Flaschen waren auf 10.000 weltweit limitiert. Ein paar gibt es noch. Was wahrscheinlich auch daran liegt, dass die Flaschen nicht günstig sind. 100 Euro kostet so eine Pulle und ich bin da ganz ehrlich, war mir persönlich zu teuer. Deswegen habe ich mir nur ein Sample besorgt, das ich jetzt finden werde. Ja, hier ist es. So. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob gefärbt oder nicht. Ich gehe davon aus, dass er gefärbt ist. Deswegen beurteile ich jetzt auch nicht die Farbe. Sehr getreidelastig. Mild und frisch ist er auf jeden Fall. Also sehr, sehr viel Malz und Getreide. Ich habe da sowas, was an Apfel erinnert, ja. Aber die Frage ist, wenn ich nicht wüsste, dass das hier ein Calvados-Finish ist, würde ich den Apfel riechen? Das ist die Frage. Also in der Blindverkostung würde ich wahrscheinlich sagen, man hat hier einen recht jungen Speyside-Whisky. Ja, 8 bis 12 Jahre im Glas. Mild, getreidelastig, Ex-Bourbon-Fässer. Ich rieche hier nicht wirklich was von dem Finish. Muss ich ganz ehrlich sagen. Dadurch, dass ich es weiß, habe ich hier hinten dran so eine Apfelnote. Erinnert mich aber eigentlich eher so an die Apfelschale. Na? Wie an den Apfel. Wobei, er kommt jetzt stärker. Wird ein bisschen süßer. So diese anfängliche Herbe, die er hatte im Aroma, die geht jetzt ein bisschen, er wird jetzt süßer. Jetzt kommt der Apfel tatsächlich stärker. Ja, jetzt riecht man ihn. Okay. Ich nehme die Kritik zurück. Er kommt. Slangeva. Schmeckt sich wie eine würzige Apfelschorle. Ja, im Geschmack einwandfrei. Also da ist der Apfel, liegt über allem. Aber auch eine schöne Würzigkeit vom Fass da. Mhm. Kann was. Jetzt wird er ein bisschen bitterer hinten raus. Das ist dann der Einfluss der Eiche. Also da merkt man auch, die 13 Jahre ist kein ganz Junge. Ja, 13 Jahre, muss man ganz ehrlich sagen, ist in der heutigen Zeit schon ein Alter, ne? Im Abgang noch so eine gewisse Frische, vielleicht auch so was leicht Minziges. Zitrusnote ist mit dabei, so der Apfel, der war eigentlich im Geschmack sehr präsent, im Abgang eher weniger. Also die Nase ist wirklich,
Ja, die passt ein Stück weit nicht zum Geschmack. Der Geschmack ist wirklich sehr, sehr intensiv. Die Nase so total verhalten, ist ein Schmeichle. Ja, und wenn man ihn dann auf der Zunge hat, geht's los. Ja, der Alkohol. Also dadurch, dass der Whisky relativ mild ist, kommen die 46 Volumenprozente durch und die erzeugen halt bei mir so einen leichten Minzeinfluss, so was Kühlendes. Ja, so lässt sich das hier am ehesten beschreiben. Aber er ist schön ausgewogen aus dieser leichten Apfelnote, der Schale vor allem, einer leichten Würzigkeit und eben der Basis, dem Getreide. Und dann kommt die Apfelschorle. Natürlich ohne Kohlensäure, ganz klar. Aber eine schöne Würzigkeit, schön diese Apfelnote. Der leichte Minzeinfluss, der da ist. Und hinten raus Eiche mit einer dezenten Bitterkeit. Und die Zitrusfrucht, der Brennereicharakter, meldet sich nochmal zu Wort. Und klingt dann relativ schön aus. Die leichte Würze bleibt. Nice, also im Geschmack und auch im Abgang sehr stark. Aroma eher verhalten. Ich habe ein Problem mit dem Whisky und das ist der hohe Preis. 100 Euro ist auf jeden Fall eine Hausnummer. Ja, muss ich ganz ehrlich sagen, klar ist es kein alltägliches Finish. Dennoch, ja, dieses Extravagante, das lassen Sie sich hier wirklich sehr, sehr gut bezahlen. Und mir persönlich ist er definitiv zu teuer. Wenn er euch trotzdem interessiert und es die Flasche auch noch gibt, tut euch mit zwei, drei Freunden zusammen, teilt euch das Ding. Im Nachhinein müsst ihr euch dann mit der Lese ums Leergut kloppen, weil die Flasche, die ist wirklich ein Highlight. Das soll es gewesen sein. Schreibt mir gerne eure Erfahrungen mit der Brennerei Thieling oder den Whiskys von Thieling unten in die Kommentare rein. Das soll es gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert und mich mal bei Feingeist in Mömbrus besuchen kommt. Haut rein!